von einer sehr wichtigen Organisation. Rassistische Einstellungen in Deutschland nehmen nämlich derzeit zu. Jeder zweite Deutsche zeigt negative Einstellungen gegenüber Asylsuchenden. Das hat uns die Mitte-Studie gezeigt. Rassismus beginnt nicht erst bei physischer Gewalt, nein. Bereits Worte beeinflussen das Denken und das Handeln. Aufstehen gegen Rassismus sagt, Rassismus ist wirklich nur für die AfD eine Alternative. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, rassistische Parolen zu enttarnen und mit ihrer Stammtischkämpferin-Ausbildung, Menschen und sich dagegen stark zu machen. Grüßt hier auf der Bühne Christian von Aufstehen gegen Rassismus. Ja, danke schön. Könnt ihr mich hören? Sehr gut, schön, dass ihr alle noch da seid. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Das wird ein geiler Tag, oder? Geile Demo, heute waren 150.000 in ganz Deutschland und viele, viele mehr in ganz Europa. Wie geil ist das? Es ist wichtig und es tut gut, euch alle hier heute zu sehen. Es gibt Kraft und macht Mut. Und genau das brauchen wir im Superwahljahr 2019. Am kommenden Sonntag sind die EU-Wahlen und Kommunalwahlen. Später im Jahr folgen dann noch die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und wir in rechte Parteien weltweit Aufwind bekommen, haben wir es in Deutschland mit der AfD, einer im Kern faschistischen Partei, zu tun. Trotz all der Kreidefresserei eines Teils der AfD-Funktionäre werden die Beziehungen immer deutlicher, die zu Stiefelnazis, Burschenschaften, Identitären und anderen braunen Sünden haben. Öffentlich spricht die AfD über Strache, Salvini und Orban als ihre natürlichen Verbündeten. Und seit sie in dem Parlament von Vorschuss sitzen und ihnen das Schaffell der normalen Partei zugestanden wird, neben Angriffe und Anfeindungen, insbesondere gegen Muslime und Muslimas, gegen Geflüchtete, Jüdinnen und Juden, gegen Andersdenkende und Andersliegende drastisch zu. Als Bündnis Aufstehen gegen Rassismus sagen wir ganz deutlich, wer AfD wählt, wählt Nazis. Und dieser Entwicklung gilt es, sich entschlossen in den Weg zu stellen. Und solchen Demos wie heute. Mit unserer Stimme am kommenden Sonntag. Aber damit ist es nicht getan. Genauso wichtig ist der tägliche Kampf gegen Diskriminierung und Intoleranz, die uns im Alltag immer wieder begegnen. Immer häufiger hören wir Stammtischparolen, die auf den ersten Blick stumpf erscheinen, aber eine immense Sprengkraft besitzen. Schon lange haben sie den Weg aus den Eckkneipen in die Mitte der Gesellschaft und unseren Alltag gefunden. Ganze Kollegien und Familien haben sich darüber schon gespalten. Die Rassistinnen und Menschenfeinde von der AfD, von Pegida und Co. verschieben die Grenzen des Sagbaren immer weiter. Das dürfen wir nicht zulassen. Und deshalb sagen wir als Bündnis, wir müssen aufstehen gegen Rassismus. Immer und überall. Denn keine diskriminierende Aussage darf unwidersprochen bleiben. Wo wir nichts sagen, bleiben die Aussagen und die Ideen dahinter als vermeintliche Wahrheiten stehen und können sich in den Köpfen der ZuhörerInnen ungehindert fortpflanzen. Aber auch schon eine Gegenposition kann bei einer schweigenden Mehrheit einen Denkprozess anstoßen, der heute immer wichtiger wird. Wir alle müssen den Finger immer wieder in die Wunde legen und den Mund aufmachen und deutlich sagen, wer AfD wählt, wählt Nazis. Denn davor fürchtet sich die AfD am meisten, dass ihr das Schafe entrissen und sie als das erkennbar wird, was sie ist, eine faschistische Partei im Werden. Und damit können wir den politischen Preis dafür, die AfD zu wählen oder gar mit ihr zu koalieren, weiter in die Höhe treiben. Deshalb nehmt die Kraft und die Freude am Widerstand des heutigen Tages mit nach Hause und in euren Alltag. Widersprecht, wo immer euch Diskriminierung begegnet. Engagiert euch in eurer Stadt, in eurem Kiez. Holt euch Material zur EU-Wahl bei uns am Stand oder bestellt es online, verteilt es in eurer Umgebung. Eure Nachbarschaft wird es euch danken. Auf dass das nie wieder Konsens bleibt und Wahrheit wird. Gegen das Europa der Nationalisten, für das Europa der vielen, der Menschen, der Demokratie und des Friedens. Gemeinsam aufstehen gegen Rassismus, bis der Gauland uns den Strache macht. Vielen Dank, kommt gut nach Hause und passt aufeinander auf. Vielen, vielen Dank, Christian. Danke für eure fantastische Arbeit bei Aufstehen gegen Rassismus.